Ende September, wo der erste Sekretär der Bezirksleitung Cottbus der Sozialistischen Einheitspartei, Walde hieß er, noch Produktionspropaganda draußen machte in Lauchhammer in der Badewannenproduktion von einer Gießerei. Ja. Das war immer noch so ein Merkwürdigkeiten. Die Welt, die gingen alle über Ungarn nach drüben, ja, und bei uns war eigentlich nebenbei noch eine relative Normalität im Programm, beziehungsweise das Programm war ja eben noch das Programm, wie es vielleicht immer war, aber es zog dann vom Hören auch doch schon an, dass eben Formulierungen oder eben dass die Arbeiterklasse eben Murte schon oder die Werktätigen, ja. Aber wir waren eben nicht Leipzig und nicht Berlin und haben keine Montagsdemo so gehabt. Wir haben auch dann, als es dann dazu kam, habe ich am Stadttheater Cottbus gestanden mit dem Ü-Wagen und das war eigentlich eine ganz ungewohnte Sache, dass eben wir ein Mikrofon hinstellten, auf die Tribüne oder so, und dann redeten welche Leute rein und redeten und schimpften über das. Und das Ding ist zum ersten Mal was übertragen worden bei uns. Ja, es war nicht immer unbedingt sendefähiges. Ja. Aber das war dann wahrscheinlich auch diese Zeit und die Leute kamen von der Straßendemo auch dann zu dem Stadttheater hin und machten dort ihre Versammlung zusammengeballt. So was gab es. Und das wurde auch gesendet und dann auch wiederum, da habe ich es erlebt, dass es abgeschaltet wurde, der Sender. Wir können die immer als Kontrolle hören, wir die Empfänger mit, was gesendet wird auf dem Übergang. Und da wurde dann abgeschaltet aus irgendeinem Missverständnis, das ist eigentlich nie richtig rausgekommen, dass sie dann sagen, und jetzt machen wir Musik, wie man es so in der Zeit war. Und danach kam es eigentlich für uns die ungewisseste Zeit. Es ging schon los, was wird aus uns? Ja, so, obwohl ja dann eben noch die Misère und die ganzen erst schon Nachfolger von EH und dann die Nachfolger von Krenz und so weiter, dann doch zu Amte kamen und diese typischen Dinge, Stürmen der Stasi und so. Ja, es brachte eine Lebensunsicherheit. Dass es was besser wird, war eigentlich für mich noch nicht so raus. Dass es besser wird, war für mich noch nicht rauszuhören. So. Und das Programm änderte sich, aber das kriegten wir. Aber im Persönlichen war es eben mühsam. Ja. Und es wurde eigentlich noch immer mühsamer, je weit die Zeit kam und dann schon es losging, dass Entlassungen jeder Menge waren, dass meine Frau schon im März 90 abgewickelt wurde. Das Wort kannten wir vorher gar nicht, was das bedeutet. Ja. Solche kamen dann dazu. Das ist die weiteren Gedanken. Dann kamen eben schon, es gab dann eben schon Märkte, wo eben Westzeug gegen was verkauft wurde. Es war überall Morgenstimmung. Und wir hatten ja kein Geld noch nicht. Ja. Wir waren ja da mit 20 Mark und mal so. Kriegten wir irgendwo was mal. Das war dann schon eine heftige Reaktion in dieser Zeit innerlich.